Gut, also zu mir erstmal. Mein Name ist Jonas Drüstedt. Wie gesagt, ich habe zwar einen Doktortitel in Astrophysik, mache aber inzwischen nichts mehr mit Astrophysik, sondern bin inzwischen IT-Consultant. Ich arbeite bei der Firma Artix, wie man hier tatsächlich auch auf den Slides schon sehen kann. Wir haben tatsächlich auch einen Stand, der ist direkt rechts neben dem Eingang. Wir sind ein Linux- und Open-Source-Unternehmen. Wir betreiben Consulting, entwickeln unser eigenes Produkt, das Ocarino, was hauptsächlich zur Automatisierung von Rechenzentren gedacht ist. Wir machen sehr viel zum Thema Configuration Management. Wir bieten Trainings an zu den Sachen wie Configuration Management, also insbesondere Puppet und Ansible. Und weil das natürlich ein sehr aktuelles Thema ist, machen wir auch sehr viel mit Containern und der Infrastruktur für Container, wenn man das großflächig betreiben möchte. Und genau darum soll es heute in dem Vortrag gehen. Das heißt, ich möchte so eher oberflächlich zusammenfassen, was man denn alles braucht, wenn man jetzt sehr, sehr viele Container betreiben möchte und man das eben nicht mehr als nur lokale Testumgebung nutzen möchte. Dafür fange ich aber doch bei den ganz einfachen Containern an, damit alle irgendwie den gleichen Stand haben oder zumindest die Leute, die mit Docker noch nichts oder sehr, sehr wenig zu tun haben, noch mal kurzen Überblick haben, was denn tatsächlich Container sind. Container sind auch eine Form der Virtualisierung. Im Gegensatz zur virtuellen Maschine läuft da aber einiges anders. Das heißt, ein Container ist von der Zielsetzung sehr viel kleiner als eine virtuelle Maschine und simuliert nicht eine Hardware außenrum. Das heißt, diese Container können sehr klein werden oder sind auch gedacht, sehr klein zu sein, damit man davon sehr viele betreiben kann und dass man sie schnell starten kann. Die Besonderheit ist, dass diese Container sich ihren Kernel mit der Hostmaschine teilen. Das heißt, da läuft immer irgendwo drunter ein Linux und es muss immer ein Linux sein. Aber welches Linux ist erstmal egal. Auf der anderen Seite, umso älter der Kernel ist, umso weniger Sicherheitsfeatures hat man. Deswegen sollte man da doch eher auf was Aktuelles setzen. Dadurch, dass die sehr klein gehalten werden und eben auch möglichst ressourcenschonend laufen sollen, ist die Idee dahinter, dass ein Container eine Funktion übernimmt und in diesem Container ist dementsprechend nur das enthalten, was diese eine Funktion zum Betreiben braucht. Das heißt, alle anderen Libraries und Pakete und sonst was sind da nicht mit drin, sondern das ist dann im Zweifelsfall, wenn eine Anwendung aus mehreren Teilen besteht, sind das eben mehrere Container, die miteinander kommunizieren. Und die Idee ist aber, dass diese Container sonst in sich abgeschlossen sind, eben ähnlich wie virtuelle Maschinen. Der Vorteil ist, dass diese Container schnell sind zum Starten, dass sie skalierbar sind, wenn sie richtig designt worden sind. Das heißt, ich kann einen Container mehrfach starten, um dann später, wenn man so einen Cluster hat, die Lasten zu verteilen. Man kann seine Hardware effizienter nutzen, denn so ein Container reserviert sich jetzt nicht mal alles an Arbeitsspeicher, was er braucht, sondern er nutzt eben innerhalb von Limits, die man vorgeben kann, genau das, was er tatsächlich braucht und das, was frei ist, steht für andere Container zur Verfügung. Das andere ist, diese Container sind portabel, das heißt, selbst wenn ich jetzt einen Container habe, da wo innen drin ein Ubuntu läuft und den ich vielleicht auf einem Ubuntu Linux entwickelt habe, kann ich den danach genauso auf einem SUSE oder einem Red Hat Linux laufen lassen. Das funktioniert auch alles. Es gibt immer diesen Vergleich zwischen virtuellen Maschinen und Containern und vergleicht das als Pets versus Kettle. Das heißt, virtuelle Maschinen, wenn man das als Server hat, die werden üblicherweise gepflegt und gepatcht und immer geschaut, dass die auch auf dem aktuellen Stand sind. Container sind mehr so wie Rindviecher. Das heißt, wenn ein Container kaputt ist, wird er halt gelöscht und neu gestartet. Das ist auch dementsprechend wichtig, das dabei zu beachten. Alles, was in diesem Container gespeichert ist, verschwindet dann. Das heißt, wenn man irgendwelche Daten hat, die man behalten möchte, wenn so ein Container kaputt geht, sollte man sich das vorher überlegen, wo man die hinschreibt. Ansonsten ist so ein Container auch so gedacht, dass man da drin nicht rumfuscht oder rumpatcht, sondern im Normalfall ist das eine Anwendung. Man sagt Docker Start Containername, der Container fährt hoch. Wenn es eine neue Version gibt, weil es eben einen wichtigen Patch gab, dann starte ich halt einen neuen Container in der neuen Version und lösche den alten. Dafür gibt es dann verschiedene Upgrade-Strategien. Und das andere, was auch noch wichtig ist, ist, häufig wird Docker mit Containern gleichgesetzt. Tatsächlich ist Docker aber nur eine Runtime-Umgebung, mit der man Container starten kann. Container haben inzwischen einen Standard und können theoretisch auch mit anderen Runtime-Umgebungen, wie zum Beispiel Rocket, was RKT heißt,
betrieben werden, auch wenn das nicht sehr weit verbreitet ist. Insgesamt entwickeln sich die Server eben daher in die Richtung, dass früher hatte man einen Server, das war tatsächlich ein physisches System, da war ein Betriebssystem drauf, da lief dann die Anwendung drauf mit den ganzen Abhängigkeiten. Dann wurden diese Systeme immer performanter und dann hat man auf diesem System auf einem Hypervisor irgendwelche virtuellen Maschinen gestartet und dann auf einem System tatsächlich mehrere Server als virtuelle Maschinen betrieben. Heutzutage geht es dann eben mit den Containern in die Richtung, dass man dann so einen Container-Cluster aufbaut und daran in Containern das Ganze betreibt. Im Schnitt geht man davon aus, dass auf der Hardware, wo sonst eine virtuelle Maschine läuft, können in der Regel locker 10 Container laufen. Das heißt, man kann da sehr viel mehr Container unterbringen. Ob man jetzt, wie hier angedeutet, so einen Hypervisor beim Container-Cluster drunter braucht, das bleibt einem überlassen. Das kann man natürlich auch direkt wieder auf Bare Metal laufen lassen. Das ist, hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt so einen Container benutzt, mit dem klassischen Docker hat man einen Host, auf dem ein Container läuft. Man muss jedes Mal sagen, ich möchte diesen Container starten, im Zweifelsfall noch irgendwelche Environment-Variablen mitgeben und die Ports, auf denen dieser Container erreichbar sein soll. Das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwelche Web-Anwendungen drin habe, möchte ich diesen Container eventuell sehr häufig laufen lassen, weil ich möchte die Last verteilen. Weil ich habe zum Beispiel da meinen Webshop drin und ich erwarte, zu Black Friday werden es fünfmal so viele Anfragen kommen und dann geht im Zweifelsfall mein einer Server in die Knie, deswegen möchte ich das verteilen. Und das natürlich möglichst automatisch und dynamisch. Und das Ganze irgendwie weitestgehend automatisiert. Das heißt, ich möchte irgendwie viele Rechner zusammenschließen zu einem Container-Cluster. Und da gibt es dann viele Möglichkeiten und dann gibt es dazu aber auch viele Sachen, die man braucht, um diesen Betrieb sicherzustellen. Als eine Möglichkeit gibt es den Docker Swarm Mode. Das ist das, was Docker von Haus aus integriert hat. Das heißt, da kann man tatsächlich von dem Docker das Ganze auf einen Docker Swarm ausweiten. Das ist später gekommen als viele andere Container-Cluster und hat sich auch bisher nicht sonderlich durchgesetzt. Dann, weil ich ja später auf den Vergleich Rancher versus OpenShift eingehen möchte, kurz auch zu Rancher. Rancher hat in der aktuellen Version die Möglichkeit, dass man tatsächlich einfach mehrere Docker-Hosts zusammenschließt. Dafür verwenden sie ihr Kettle, was eben auch wieder zu dem Pets versus Kettle passt. Man kann damit aber tatsächlich auch Kubernetes-Cluster oder Docker-Swarm-Cluster oder sonst was gleich direkt mitverwalten. Das Wichtige ist aber, es gibt ab April die Version 2.0 von Rancher, wo sehr viel umgebaut worden ist und dann wird nur noch Kubernetes unterstützt. Kubernetes ist sozusagen genau diese Cluster-Strategie, die Google auch verwendet. Also Google hat Kubernetes ursprünglich entwickelt und entwickelt da auch immer noch fleißig weiter dran. Die haben zwar ein eigenes Containerformat, aber das Ganze ist so umgebaut, dass das eben jetzt alles mit Docker oder eben Rocket funktioniert. Die haben den Fokus darauf gelegt, dass sie sehr, sehr viele Container betreiben können, dass man das sehr gut skalieren kann, dass das alles sehr dynamisch funktioniert. Und Google startet und stoppt am Tag im Schnitt so ein paar Milliarden Container. Das heißt, alles, was bei Google läuft, läuft irgendwo in Containern. Sei es jetzt, weil man eine Google-Suche macht, weil man sich in seinen Gmail-Account einloggt oder was auch immer. Tatsächlich stehen immer oder fast immer irgendwelche Container bereit. Die werden immer eine gewisse Anzahl von Containern vorhalten, damit auch jeder möglichst schnell und keine Ladezeiten hat. Wenn aber tatsächlich mal ein Ansturm kommt, dann kann es sein, dass das etwas länger braucht, hat aber den Vorteil, so ein Container im besten Fall braucht 3 bis 10 Sekunden, dann ist der da. Das heißt, selbst wenn kein Container da ist und man warten muss, bis der gestartet ist, geht das sehr schnell. Wenn da jemand erst eine virtuelle Maschine basteln muss, wartet man deutlich länger. Kubernetes hat sich inzwischen oder generell so im letzten halben bis dreiviertel Jahr auch so ein bisschen als Industriestandard durchgesetzt. Das heißt, fast alle Unternehmen setzen irgendwo auf Kubernetes, wenn sie sehr große Anzahlen von Containern betreiben wollen. Das ist noch was anderes, wenn Docker etc. in der Entwicklung eingesetzt wird. Da reicht manchmal auch tatsächlich ein Docker-Host. Aber sobald man das Ganze irgendwie für Webanwendungen oder solche Geschichten betreiben will und das auf mehrere Server verteilen möchte, ist fast immer ein Kubernetes drunter.
Das sieht man auch daran, dass Rancher eben jetzt sagt, Kubernetes hat schon so viele Features, die wir bisher alle selber von Hand eingebaut haben. Wir übernehmen jetzt Kubernetes als Basis, dann müssen wir uns um viele Features nicht mehr kümmern und haben mehr Zeit für eigene Features. Dann gibt es die ganzen großen Distributionshersteller, die auch im Enterprise-Umfeld tätig sind oder verbreitet sind, Red Hat, Canonical und SUSE, und auch die setzen alle auf Kubernetes. Also OpenShift hat im Endeffekt unten drunter wieder ein Kubernetes. Von Canonical, also Ubuntu, kann man inzwischen auch Enterprise Kubernetes Support bekommen. Und SUSE hat jetzt neuerdings auch eine Container-Plattform mit dem guten Namen SUSE Container as a Service Plattform. Manchmal wird das Plattform weggelassen und die Abkürzung ist dann dieses CAAS, manchmal noch ein P hinten dran. Also was man sich super gut merken kann. Ansonsten haben die auch inzwischen Betriebssysteme bereitgestellt, die minimal sind und tatsächlich darauf ausgelegt sind, alles im Docker-Container laufen zu lassen. Red Hat hat da ihr Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, Ubuntu hat, oder Canonical hat ein Ubuntu Core und SUSE hat inzwischen ein SUSE Linux Enterprise Micro OS. Also die sind sehr kreativ, was Namen angeht. Genau. Und jetzt ganz schematisch funktioniert Kubernetes so, man hat im Prinzip zwei verschiedene Varianten von Servern. Es gibt Master Server oder nur einen Master Server. Das ist sozusagen das, was diese ganzen Container verwaltet und das ist die Schnittstelle, wo der Systemadmin oder die DevOps sozusagen mit diesen Containern arbeiten. Und dann gibt es die Nodes, die tatsächlich dafür da sind, dass da die ganzen Container drauf laufen. Diese ganze Kubernetes-Struktur, die auch auf dem Master läuft, läuft tatsächlich auch in Containern. Und dann gibt es irgendwo ein Layer oder eine Ebene, die für Routing und Load Balancing zuständig ist und das ist dann tatsächlich das, wo der Kunde oder wer auch immer diese Container-Anwendung aufruft, auf diese Container weitergeleitet wird. Das heißt, im Endeffekt weiß man nicht, auf welchem Node tatsächlich jetzt welcher Container läuft. Eventuell läuft der Container ja auch hundertfach auf verschiedenen Nodes verteilt. Es gibt aber dieses Routing, das weiß genau, von dem Container habe ich so und so viel Stück und die sind auf den und den Rechnern verteilt. Wenn ich jetzt auf eine URL gehe, die auf eine bestimmte Anwendung verweist, dann schaut der, wo ist ein Container, der dazu passt und verteilt dann auch tatsächlich die Last im Standardverfahren Round Robin einfach auf diese Container, damit diese Auslastung von diesen Containern möglichst ausgeglichen bleibt. Wenn man jetzt aber so eine ganze Plattform hat, dann kommen wir jetzt zu dem Lego-Teil, dann braucht man meistens noch sehr viel mehr Bausteine. Das heißt, wir haben hier ganz unten in grün einmal tatsächlich die Infrastruktur, wo unsere Server sind. Das kann jetzt eine virtuelle Maschine sein, das kann ein physikalischer Server sein, das kann aber auch irgendwo die Cloud sein, wobei die Cloud ja auch wieder nur irgendwelche Rechner sind, die halt irgendwer anders betreibt. Dann hat man auf diesen Hosts wiederum Docker oder eine Container-Runtime-Umgebung laufen und darauf laufen dann auch im Container diese ganzen Container-Cluster-Services. Das heißt, da gibt es dieses Container-Cluster-Management, Orchestrierungstools und diese ganzen Netzwerk-Schnittstellen, die dann das Routing machen, die das Load-Balancing machen, die Container untereinander verknüpfen und andere Container-Projekte, die vielleicht auch auf dem gleichen Server laufen, von den anderen Containern abgrenzen, dass die nicht drauf zugreifen können. Wenn man aber jetzt so ein Systemadministrator ist, möchte man ja irgendwie auch einen Überblick über diese Container haben und man möchte nicht überall, man möchte es möglichst einfach haben, vor allem wenn man sehr viele Container verwalten möchte. Und dann kommen eben diese ganzen gelben Bausteine noch dazu, die eben genau für diesen Teil zuständig sind. Das heißt, ich brauche irgendwas, womit ich meine Container monitoren kann, wo ich die Logs aus den Containern auslesen kann. Das ist vor allem auch dann wieder wichtig, wenn bei so einem Container was schief geht, weil wenn das schief geht, wird er gelöscht. Und wenn der gelöscht ist, weiß ich im Zweifelsfall nicht, was schiefgegangen ist, wenn ich die Logs nicht in irgendeiner Form aufgehoben habe. Dann brauche ich High Availability unter Umständen, also Hochverfügbarkeit. Das heißt, wenn mir ein Rechenzentrum abschmiert oder sonst was, möchte ich, dass meine Webanwendung trotzdem weiterhin erreichbar ist. Dann möchte ich im Zweifelsfall schon irgendwelche Vorlagen, weil ich einen bestimmten Dienst mit nur geringen Konfigurationsänderungen oder den muss ich häufig starten und stoppen, möglichst einfach zum Starten haben möchte. Dann brauche ich vielleicht ein Role-Based Access Control, das heißt, ich habe verschiedene Nutzer, die diese
Oberfläche nutzen. Das heißt, das ist vielleicht eine Oberfläche, die sowohl den Entwicklungscluster betreut, als auch tatsächlich den Produktionscluster, als auch den Testcluster. Und dann kriegen die Entwickler aber keinen Zugriff auf die Produktionssysteme, weil da haben sie einfach nichts zu suchen. Und auf der anderen Seite die dann später die Qualitätskontrolle machen, die brauchen auf dem Entwicklerserver nichts zu machen. Deswegen brauche ich da irgendwas, womit ich Gruppen- und Userrechte vergeben kann, damit da eben nichts schief geht. Dann brauche ich sowas wie Storage, weil ich ja gesagt hatte, alles, was in dem Container ist, wenn der beendet wird, ist alles futsch. Das heißt, ich möchte eventuell bestimmte Daten, die ich da habe, in irgendeiner Form so speichern, dass selbst wenn diese Anwendung abstürzt oder mal gestoppt wird oder geupgradet wird, dass diese Daten tatsächlich in irgendeiner Form erhalten bleiben. Und ich brauche eine Registry, in der ich meine ganzen Container-Images sammeln und speichern kann, damit die auch wiederum in meinem Cluster dann zur Verfügung stehen, wo ich eine Versionskontrolle habe und solche Geschichten. Dann habe ich unter Umständen aber auch Entwickler, die diese ganzen Container-Images erstmal entwickeln müssen, bereitstellen müssen, patchen müssen. Und auch für die ist es meistens von Vorteil, wenn die irgendwie automatisierte Geschichten drin haben. Das heißt, die möchten in irgendeiner Form eine Pipeline haben, wo ihre Container, wenn sie eine neue Version bringen, erstmal automatisch getestet werden, wo automatisch getestet werden, wie denn die Performance von diesem Container ist, wo getestet wird, ob diese Container tatsächlich überhaupt erfolgreich starten und wo die dann im Zweifelsfall durch solche Lifecycle-Environments durchgereicht werden können, bis sie tatsächlich dann in Produktion gehen. Und auf dem Ganzen laufen dann tatsächlich diese Container. Das heißt, wahrscheinlich gibt es sogar noch einige andere Bausteine, die man unter Umständen braucht, aber das sind so die Standardbausteine, die in fast jedem Unternehmen irgendwie vorkommen und auf die man normalerweise nicht verzichten will. Jetzt kann man sich so eine ganze Umgebung natürlich auch aus jedem Baustein selber aussuchen, was man da tatsächlich einsetzt. Da gibt es meistens mehrere Möglichkeiten. Dann gibt es natürlich zu diesen Bausteinen auch immer die Frage, in welcher Ausführung man das braucht, weil man da jetzt mehr Wert legt oder nicht. Aber genau das ist sozusagen dieses Lego-Prinzip. Man kann sich da sehr viel selber zusammenbauen. Ich gehe jetzt noch kurz auf diese ganzen einzelnen Bausteine ein und sage nochmal, was denn da tatsächlich wichtig ist. Und danach würde ich tatsächlich mal solche fertigen Containerplattformen, nämlich OpenShift und Rancher, ein bisschen vergleichen und auch kurz vorstellen. Die Hochverfügbarkeit wird eigentlich immer dadurch umgesetzt, dass man drei Rechenzentren hat oder zumindest drei Master hat, wo man davon ausgeht, dass wenn was ausfällt, zumindest zwei davon weiterhin leben. Das ist jetzt die Frage, ob man tatsächlich mehrere Rechenzentren hat oder zumindest die physikalisch voneinander trennt, damit, wenn einer kaputt geht, das Ganze weiterläuft. 100% absichern kann man es wahrscheinlich sowieso nie, aber gerade wenn man drei Rechenzentren hat, was ja fast jeder zu Hause hat, schätze ich mal, dann lässt sich das sehr gut mit der Hochverfügbarkeit umsetzen. Das Kritische sind tatsächlich eigentlich die Master. Die Master teilen sich einmal so eine etcd-Datenbank, in der speichern sie sozusagen alle Container, die momentan auf diesem Cluster laufen und laufen sollen, und alle Informationen, wo die denn tatsächlich auch verteilt sind. Dann ist das natürlich die Schnittstelle für den Systemadministrator, womit der interagieren kann, und die wiederum verwalten dann diese ganzen Nodes. Das heißt aber, wenn jetzt einer von diesen Mastern ausfällt und zwei weitere da sind, da gibt es dieses Quorum, das heißt, es muss eine Mehrheit bestehen, weil es kann ja auch sein, dass nicht gerade der Master komplett ausfällt, sondern nur die Netzwerkverbindung zu den anderen nicht mehr funktioniert. Und dann ist es blöd, wenn beide oder alle, mehrere Master gleichzeitig versuchen, den Cluster zu verwalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann noch diese Nodes oder eben auch einzelne Container. Das lässt sich relativ einfach lösen, weil man bei diesen Anwendungen sogenannte Health-Checks einführen kann. Das heißt, da wird dann, je nachdem, wie man das umsetzt, regelmäßig gecheckt, ob dieser Container noch läuft. Und wenn er nicht mehr läuft, wird er irgendwo neu gestartet. Das heißt aber, wenn mir jetzt tatsächlich ein so ein ganzer Node ausfällt, wo vielleicht 100 Container laufen, sind diese Container ja nicht mehr erreichbar und das System oder der Master merkt, da sollten eigentlich mehr von diesen Containern da sein oder dieser Container ist irgendwie überhaupt nicht mehr da, und dann startet er das neu und dann landen die Container im Zweifelsfall erstmal auf einem anderen Node und laufen weiter. Wenn ich dementsprechend jetzt eine Anwendung
in mehrfacher Ausführung als Container laufen lasse, habe ich dann wiederum den Vorteil, wenn da ein Container mal ausfällt oder nicht richtig funktioniert, läuft ja irgendwo anders einer, der noch funktioniert. Und dementsprechend ist so ein einzelner Containerausfall oder ein einzelner Node-Ausfall auch nicht so das Problem. Und wenn ich meine Nodes wiederum auf mehrere Rechenzentren verteile, dann habe ich auch wieder nicht unbedingt ein Problem, wenn ein Rechenzentrum ausfällt, zumindest wenn die Hardware das hergibt, ein Rechenzentrum auf den anderen zweien zu verteilen. Das andere Problem war eben dieser persistente Speicher. Irgendwo möchte ich meine Daten speichern. Dafür wird in der Regel irgendeine Form von Netzwerkstorage eingerichtet, sei es ein NFS, ein ClusterFS, ein Ceph-Storage, je nachdem, was man da eben gerne haben möchte. Es sollte irgendwas sein, wo jeder Node in irgendeiner Form drauf zugreifen kann. Und dann werden sogenannte Volumes erstellt. Das sind im Endeffekt sowas wie Datencontainer oder im Endeffekt ja, einen Ordner auf diesem Netzwerkstorage, der nur einem bestimmten Container zugewiesen wird. Dieser Container wird dann gemountet, kann unter Umständen auch mehrfach von dem gleichen Containertyp gemountet werden, wenn es gerade ums Lesen geht. Bei Schreiben könnte das schon wieder Schwierigkeiten machen. Und wenn jetzt aber dieser Container, weil es eine neue Version gibt, beendet und gelöscht wird und in einer neuen Version gestartet wird, wird dieses Volume automatisch da wieder angedockt und die Daten, die in diesem Volume gespeichert sind, werden wieder an dem gleichen Pfad gemountet und stehen weiterhin zur Verfügung. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn man da tatsächlich irgendwas Datenbankmäßiges drin hat, weil da wäre es ziemlich ärgerlich, nach jedem Update wieder die Datenbank neu von vorne anzufangen. Dann die Registry. Wer sich schon mal mit Docker beschäftigt hat, hat wahrscheinlich auch schon mit irgendeiner Registry gearbeitet. Da werden alle Container-Images im Endeffekt gespeichert. Dafür gibt es verschiedene Varianten. Man hat da in der Regel eine Versionskontrolle, die über irgendein Tagging-System läuft. Die kann man für sich selber hosten, ist in so Container-Plattformen tatsächlich meistens automatisch schon enthalten. Ansonsten gibt es den Docker-Hub als öffentliche Anlaufstelle, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, welche Images man verwendet, weil grundsätzlich jeder da was hochladen kann. Und dementsprechend sollte man sich dann tatsächlich damit beschäftigen, was in diesem Container tatsächlich läuft. Auf der anderen Seite gibt es einige Unternehmen, die da tatsächlich auch offizielle Images bereitstellen und die eben auch regelmäßig updaten. Deswegen, also nicht alles ist schlecht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen eine Bank oder eine Versicherung bin, würde ich nicht vom Docker Hub einfach mal alle meine Web-Services oder sonst was da ziehen, ohne mich zu beschäftigen, was denn tatsächlich alles drin läuft. Weil vielleicht hat das ja noch irgendwelche anderen Sachen drin, die nach Hause telefonieren oder sonst was. Sollte man sich dementsprechend vorher anschauen. Ansonsten gibt es viele Unternehmen, die inzwischen auch ihre eigenen Registries haben, wo sie Images bereitstellen, für die sie Support liefern. Zum Beispiel hat Red Hat ihren zertifizierten Containerkatalog. Da liegen zum Beispiel die ganzen Container drin, aus denen OpenShift aufgebaut ist, aber auch noch einige mehr. Und für genau diese Container übernimmt Red Hat dann eben auch den Support, zumindest wenn man irgendeine Support-Subscription für Red Hat hat. Ansonsten hatte ich ja auch gesagt, Kataloge und Templates. Das heißt, ich möchte irgendwie eine Anwendung, wenn die jetzt aus 5 unterschiedlichen Containern besteht, im Zweifelsfall schon in irgendeiner Form vorkonfigurieren, als Vorlage haben und nur noch die Parameter, die ich tatsächlich brauche, konfigurierbar lassen. Außerdem kann ich damit auch so ein Selbstbedienungsportal zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Testcontainer zur Verfügung stehen müssen oder Testumgebungen zur Verfügung stehen müssen, dann kann man die natürlich in der Form auch bereitstellen. Und dann kann man über dieses Role-Based Access Control im Zweifelsfall erlauben, dass die Leute nur aus diesen vorkonfigurierten Vorlagencontainer auf dem Cluster starten dürfen. Hier in dem Fall ist das tatsächlich einfach so ein Ausschnitt aus dem Standardkatalog, der bei Rancher in der Version 1 automatisch mitgeliefert wird. Das heißt, da gibt es schon sehr viele, die von der Community vorkonfiguriert sind. Da ist alles Mögliche dabei, also Logstash und Elasticsearch und die ganzen Geschichten, Kibana, damit man Logging zum Beispiel umsetzen kann. Es gibt schon Jenkins-Pipelines, die man damit machen kann, aber man kann sich zum Beispiel auch seinen eigenen Minecraft-Server als Container starten. Diese Vorlagen kann man natürlich selber erweitern. Es wird, wie gesagt, bei Rancher werden die auch von der Community erweitert.
Und je nachdem, was man eben braucht, kann man das dann schon größtenteils vorkonfigurieren oder nur noch die Parameter offen lassen oder konfigurierbar lassen, die tatsächlich konfiguriert werden sollen. Genau, dann hatte ich ja auch schon gesagt, Role-Based Access Control. Das heißt, ich möchte unter Umständen, dass auf bestimmte Anwendungen, also Projekte, nur bestimmte Nutzer oder bestimmte Nutzergruppen Zugriff haben. Unter Umständen habe ich das Ganze auch tatsächlich die Container auf den gleichen Servern laufen. Unter Umständen ist es aber auch so, dass ich die Server zu verschiedenen Umgebungen zusammengefasst habe. Das heißt, es gibt fünf Nodes, die sind die Entwicklungsumgebung, es gibt fünf Nodes, die sind die Testumgebung und es gibt 20 Nodes, die sind die Produktivumgebung, wo das Ganze tatsächlich gehostet wird. Und dann möchte ich eben nicht, dass die Entwickler in der Produktivumgebung rumbasteln und im Zweifelsfall irgendwas kaputt machen und dann meine Webservices nicht mehr verfügbar sind. Dann gibt es Monitoring und Logging. Logging ist tatsächlich meistens mit dem ELK oder EFK-Stack abgedeckt. Bei Rancher ist das tatsächlich als Vorlage schon mit drin. Bei OpenShift ist das tatsächlich auch schon mit integriert. Auf der anderen Seite gibt es da sicher auch andere Möglichkeiten. Es muss halt in irgendeiner Form auch mit Containern klarkommen. Und dann ist das andere Wichtige natürlich Monitoring. Monitoring gibt es im Prinzip zwei Ansätze. Es gibt einmal diese Health-Checks. Das heißt, ich sehe oder merke automatisch, wenn irgendein Container nicht mehr erreicht wird und starte den automatisch neu. Und auf der anderen Seite kann ich aber natürlich für jeden Container auch die Speicherauslastung, die CPU-Auslastung, den Netzwerk-Traffic in irgendeiner Form monitoren. Da ist aber das Wichtige, dass das nicht jedes Programm kann. Das heißt, da gibt es einige eher neuere Tools. Eins, was sich da sehr gut durchsetzt, ist Prometheus, meistens in Verbindung mit Grafana, weil man es dann noch schön als Graphen angezeigt kriegt. Damit kann man sich dann auch so Trends anzeigen lassen. Das heißt, ich sehe im Zweifelsfall, wenn sich meine Containeranzahl weiterentwickelt wie in den letzten 2 Monaten, dann geht uns in 3 Monaten der Arbeitsspeicher aus. Also sollten wir vielleicht schon mal dran denken, unsere Umgebung zu erweitern. Dabei ist das Wichtige, dass das auch wieder so weit dynamisch sein muss, dass wenn ich automatisch jetzt mal einen bestimmten Container auf 100 Stück hochskaliere und dann, weil eben nicht mehr der Andrang ist, das wieder auf 50 runterskaliere, muss dieses Monitoring natürlich automatisch mitkriegen, dass es mehr Container gibt, beziehungsweise dass es weniger Container gibt. Und ich möchte die nicht irgendwie alle von Hand immer in irgendeinem Monitoring-System eintragen oder mich darum kümmern müssen. Und dann für die Entwickler möchte man in irgendeiner Form Pipelines, das heißt, man möchte zum Beispiel einen Jenkins einbauen und man möchte im Zweifelsfall ein Lifecycle-Environment haben, was auch möglichst automatisch abgebildet ist. So dass der Entwickler im Zweifelsfall seinen Code in ein Git-Verzeichnis pusht, dann wird automatisch einen Container draus gebaut oder ein bestehender Container eine neue Version draus gebaut und automatisch in der Entwicklungsumgebung gestartet. Wenn das jetzt in der Entwicklungsumgebung zu starten ist, je nachdem, was da alles mit drauf läuft, aber unter Umständen ist in der Entwicklungsumgebung der Test einfach nur, lässt sich das starten, ist die Anwendung danach erreichbar, in welcher Form auch immer. Kann man natürlich vollautomatisch sagen, dann soll es gleich in die Testumgebung und dann automatische Tests durchlaufen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ich gebe jetzt an den Entwickler den Input hier, das startet, möchtest du es in der Testumgebung laufen lassen? Also das heißt, je nachdem, wie weit man das automatisieren möchte, kann man das automatisieren. Dann läuft es in die Testumgebung, macht eventuell da automatische Tests, vielleicht auch nicht nur automatische Tests, vielleicht gibt es auch irgendeinen Tester, der dann einmal drauf schaut. Und im Zweifelsfall wird es danach in die Produktionsumgebung weitergegeben. In der Produktionsumgebung läuft vielleicht davon schon ein Image und dann ist die Frage, ob man das jetzt automatisch upgraden möchte oder nicht. Dann ist die Frage, welche Upgrade-Strategien sollen alle 100 Container von der Version auf einen Schlag geupgradet werden? Dann hätte man einen Ausfall. Möchte man die immer so in Fünfer-Schritten upgraden, sodass 5 neue da sind und noch 95 alte, dann kommen wieder 5 und werden wieder 5 alte abgeschaltet. Oder aber ich starte 100 neue und schalte dann nur das Routing einmal um auf die neue Version. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache einen Mischbetrieb und sage, ich möchte jetzt bei der neuen Version
ist zwar alles getestet, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so funktioniert. Ich möchte jetzt 10% meiner Container in der neuen Version laufen lassen und 90% bleiben weiterhin in der alten. Und wenn mit der neuen Version tatsächlich größere Probleme sind, dann gehe ich davon aus, dass die Nutzer sich beschweren, aber nicht alle Benutzer kriegen tatsächlich das neue Interface. Facebook macht das zum Beispiel so. Das heißt, da gibt es dann immer welche, wenn sie ihr Interface ändern, gibt es welche, die schon ein paar Monate lang vorher das neue Interface kriegen und die alten werden dann schrittweise umgestellt, sodass das immer so ein fließender Übergang ist. Und Facebook wiederum setzt auch wieder auf Container, aber die haben auch wieder ihre eigenen Container und ihr eigenes Containerformat und bei denen heißt es Tupperware. Und am Ende kriege ich im Prinzip so eine Containerplattform, womit ich dann so einen Cluster habe, den ich natürlich auch erweitern kann oder eben verkleinern kann, wobei ist immer die Frage, ob man tatsächlich das Ganze verkleinern muss. Und ich habe aber jetzt meine wichtigen Dienste, um tatsächlich damit Container zu betreiben. Und jetzt gibt es aber natürlich einige Hersteller, die sagen, ja, bevor sich das jeder selber zusammenbaut und sich für jeden Baustein einen eigenen Service suchen muss und sich dann immer darum kümmern muss, dass das alles supported ist und dass die Version vom Logging auch gleichzeitig auf der gleichen Version läuft wie der Storage und wie der Katalog und das Monitoring, gibt es natürlich irgendwie einige, die sagen, dann stellen wir einfach eine komplette, fertige Containerplattform hin, wo diese ganzen Basissachen in irgendeiner Form schon eingebaut und abgedeckt sind. Dann können sie dafür Support übernehmen für die Sachen, die sie integriert haben. Wenn man eigene Sachen irgendwo einbauen will, kann man so einen Baustein tatsächlich auch auswechseln. Dann wird für den Baustein unter Umständen kein Support übernommen. Und da gibt es, wie gesagt, einige, zum Beispiel auch von SUSE, aber auf das gehe ich jetzt nicht ein. Ein Beispiel ist eben Rancher. Rancher bringt jetzt als 2.0 eine Plattform, die auch wieder auf Kubernetes basiert. Das heißt, unten drunter läuft einmal das aktuelle Kubernetes und sie lassen in einem eigenen Container tatsächlich nur eine Web-Oberfläche laufen. Das heißt, wo ich das Ganze drin verwalten kann, wo ich schon Vorlagen drin habe, wo ich eben schon vorgefertigte Dienste wie eben fürs Logging und solche Geschichten habe. Ich habe schon vorgefertigte Schnittstellen für persistenten Speicher und da ist eben sehr viel abgedeckt und auf der anderen Seite kann man dafür dann eben auch Enterprise Support kriegen. Rancher ist trotzdem aber auch ein Open Source Projekt, das heißt, wer sich da beteiligen will, kann sich beteiligen und die Version 2.0 kommt eben jetzt raus. Es ist aktuell, glaube ich, in der Open- oder Closed Beta Phase und im April soll die erste Version von 2.0 offiziell gelauncht werden. Sie haben auch schon gesagt, Sie haben momentan für Entwickler noch nicht wirklich Entwicklertools eingebaut, planen das aber im Laufe dieses Jahres auch noch zu erweitern. Die meisten Features, die hier jetzt auch schon draufstehen, sind tatsächlich auch in Rancher Version 1 enthalten. Version 1 kann man auch immer noch benutzen. Sie liefern dafür auch noch Support, auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres. Und Rancher hat tatsächlich den großen Vorteil, dass das sehr intuitiv gehalten ist. Das heißt, wenn man jetzt anfangen möchte, muss, sich mit so einem Container-Cluster zu beschäftigen, ist Rancher ein sehr guter Einstieg, um sowas mal auszuprobieren, weil es sich sehr einfach aufsetzen lässt und man damit sehr viel rumprobieren kann. Wer Rancher 1 kennt und auf das 2er umsteigt, muss sich tatsächlich doch wieder einiges umstellen, weil in Rancher 1 haben sie sich sehr viel, gerade von der Nomenklatur, an Docker orientiert, während im Rancher 2 ist das alles auf Kubernetes umgestellt und da gibt es viele Sachen, die anders heißen. Also das heißt, die kleinste Einheit bei Kubernetes ist nicht ein Container, sondern ein Pod und ein Pod kann theoretisch aus mehreren Containern bestehen, ist aber in den meisten Fällen tatsächlich ein Container. Der Unterschied ist, dass so ein Pod so weit abgekapselt ist, dass alles, was in einem Pod läuft, also wenn da mehrere Container laufen, dann sehen die sich sozusagen im Netzwerk. Ansonsten muss man denen erst sagen, wo die anderen Container sind. Und Pod ist aber dementsprechend auch die kleinste Einheit, die dann auch skaliert wird. Das heißt, im Normalfall ist ein Pod ein Container. Auf der anderen Seite gibt es OpenShift von Red Hat. Das Ganze gibt es wieder, wie es bei Red Hat üblich ist, einmal als Open-Source-Variante. Das heißt dann OpenShift Origin, das kann jeder erstmal verwenden. Da sind die neuesten Features eingebaut und die Features, die sie dann irgendwann als stabil erachten, werden dann wiederum in dem OpenShift Enterprise übernommen. Das heißt, OpenShift Origin, die Open-Source-Variante, ist dementsprechend auch immer der anderen Variante voraus.
Und in der Enterprise-Variante ist das Ganze dann nach Red Hat stabil und dann kriegt man von Red Hat auch Support dafür. Der große Vorteil von OpenShift ist, dass sie einen sehr ausführlichen Umfang an Entwicklertools drin haben. Die haben zum Beispiel sogenannte Source-to-Image-Builds. Bei diesen Source-to-Image-Builds stellt Red Hat einige Container bereit als Basis-Images. Das heißt, da sind verschiedene Entwickler-Framework-Basis-Images drin. Dann verlinkt man ein GitHub-Repo, in dem der Code liegt. Und man baut da eben nicht ein Docker-File zusammen, sondern das ist tatsächlich eine Python-Anwendung, eine Ruby-Anwendung, eine Node.js-Anwendung, was auch immer. Dann kann man natürlich sagen, man möchte jetzt Python in der Version 3.6 haben oder 2.7 oder aber man gibt gar nichts an und dann erkennt OpenShift anhand der Dateiendung, was es eben jetzt für einen Code ist, nimmt das entsprechende Basis-Image, startet es, klont das Git-Verzeichnis rein und versucht den Code, der da drin liegt, auszuführen. Und wenn es startet, ist es quasi ein fertiges Container-Image, was dann auch automatisch in die interne Registry gepusht wird. Dann kann man einen Webhook einrichten, sodass jedes Mal, wenn ein neuer Commit reinkommt, auch eine neue Version gebaut wird. Und das Ganze lässt sich dann auch mit Pipelines verbinden. Das heißt, sie haben auch einen integrierten Jenkins drin. Den kann man aber auch durch einen eigenen Jenkins ersetzen, um tatsächlich gerade diese Entwicklungsprozesse sehr einfach zu gestalten und so zu gestalten, dass der Entwickler sich nicht unbedingt damit beschäftigen muss, wie baue ich eigentlich einen Container, sondern er muss seinen Code so anpassen, dass der Container den starten kann ohne Probleme. Und dann läuft das Ganze von alleine und der Entwickler pusht nur noch seinen Code. Ja? Ja? Gerne? Ja, die Frage wäre jetzt, diese Image-Beschreibung an sich, jetzt bei OpenShift, wenn das jetzt nicht ein Dockerfile ist, welches Templating-Format oder gibt es da ein Templating-Format dafür oder wie kann das beschrieben werden, damit das... Das Basis-Image ist tatsächlich ein Docker-Image, in dem sozusagen das entsprechende Entwickler-Framework schon drin ist. Das heißt, man startet einen Docker-Container, in dem ist im Zweifelsfall ein Python mit Django oder sonst was schon installiert. Das wird gestartet, dann kommt ein Git-Clone und dann wird versucht, das Python-Skript, was auch immer da drin liegt, auszuführen. Wenn das funktioniert, dann wird das Ganze als ein neues Container-Image unter einem neuen Namen gespeichert und dann kann man das wiederum irgendwo anders zur Verfügung stellen. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Container, wo eine neue Schicht draufgebaut wird mit genau diesem Code drin und dann als neues Image unter einem neuen Namen abgespeichert. Und tatsächlich läuft unter dem Ganzen immer noch ein Docker. Das heißt, ich habe hier immer noch Docker. Auf diesem Docker läuft dann wiederum dieses Kubernetes mit OpenShift-Erweiterungen und dann kommen diese Entwickler-Tools von Red Hat sozusagen obendrauf. Auf der anderen Seite hat ja neulich Red Hat auch CoreOS aufgekauft. Das sind wiederum diejenigen, die das Rocket ursprünglich gemacht haben und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit nicht so ganz gering, dass Red Hat irgendwann mit OpenShift auf dieses Rocket umsteigt, statt auf das klassische Docker zu setzen. Dann hatten wir ja schon dieses Bausteinbild und ich habe jetzt hier im Endeffekt mit den Logos einmal kurz gezeigt, dass alle von diesen Basis-Features schon in diesen Plattformen enthalten sind. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass in Rancher momentan nicht wirklich diese Entwickler-Tools vorhanden sind. Die kann man sich immer noch zusammenbauen. Wie gesagt, es gibt auch da schon vorgefertigte Templates für einen Jenkins und solche Geschichten. Aber es ist noch nicht standardmäßig so eingerichtet. Damit bin ich auch schon bei meiner Zusammenfassung. Das heißt, ich habe jetzt kurz vorgestellt, welche Bausteine für so eine Containerplattform wichtig sind. Bei den meisten Bausteinen ist es so, dass man nicht gezwungen ist, sie zu nutzen. Und es gibt sicher auch Bausteine, die je nach Unternehmen gebraucht werden, die man sonst nicht braucht und die natürlich auch noch mit reinkommen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wenn man so eine Containerplattform baut, sollte man sich vorher überlegen, was man denn alles braucht und in welchem Umfang man es braucht, damit
das am Anfang vernünftig aufgebaut ist und man dann auch eventuell schon so eine fertige Containerplattform und dann auch die richtige nimmt. Rancher und OpenShift haben beide ihre Vor- und Nachteile. Rancher ist sehr einfach, gerade wenn ich mich nicht darum kümmere, wo die Images herkommen oder ich irgendwo eine andere Abteilung habe, die sowieso ihren eigenen Weg hat, wie sie ihre Images herstellen und ich das eigentlich nur noch betreiben muss. OpenShift ist super von den Entwicklertools. Auf der anderen Seite hat es eine echt steile Lernkurve. Das heißt, wenn man sich dann so ein halbes Jahr damit beschäftigt hat, weiß man auch vielleicht, wie man einen Container startet. Aber wie einfach das ist, gibt es ja zwei Vorträge später in dem Raum nochmal einen Vortrag. Der stand in der Beschreibung, dass man keine Vorkenntnisse braucht und dass gezeigt wird, wie einfach OpenShift zur Bedienung ist. Also das heißt, wenn ihr jetzt einen Vortrag noch abwartet, danach gibt es einen von der Deutschen Bahn, also falls der pünktlich kommt, dann könnt ihr euch da tatsächlich auch nochmal was zu OpenShift anschauen und bei dem wiederum gibt es auch Live-Demos. Das heißt, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Ansonsten ist es natürlich so, dass wenn man mal so eine Containerplattform hat und irgendwelche Bausteine sich ändern, lässt sich das alles sehr leicht ändern, weil es sind tatsächlich ja auch nur Container. Man muss es halt umkonfigurieren und selbst wenn man jetzt von einem Rancher auf einen OpenShift umsteigen will, ist das in der Hinsicht ja kein Problem, weil das, was man damit tatsächlich betreiben will, sind ja wieder Container-Images. Die sind gedacht dafür, dass sie portabel sind und überall laufen, solange Linux drunter ist. Damit bin ich dann am Ende und freue mich natürlich, wenn es noch ein paar Fragen gibt. Ja, herzlichen Dank, Dr. Jonas Trüstedt, für den Vortrag. Einen kräftigen Applaus. Und wenn jetzt noch Fragen sind, dann reiche ich mal das Mikro kurz rüber und dann ein paar Minuten haben wir noch. Auf der ersten Folie, da stand Chef und Puppet und sowas. Wird das überhaupt noch benötigt, wenn ich so einen Container-Cluster habe? Das hatte nicht einen direkten Bezug auf die Container-Plattform, sondern eher auf die Firma, in der ich arbeite, weil wir das eben machen. Weil wir eben genau viel für Infrastruktur, Automatisierung von Rechenzentren machen. Auf der anderen Seite werden solche Sachen wie Puppet und Ansible trotzdem in irgendeiner Form benötigt, um die drunterliegenden Hosts zu verwalten. Zum Beispiel die OpenShift-Installation erfolgt komplett über Ansible. Das heißt, da ist ein Ansible-Installer drunter, wo man seine Parameter, wie man seine Plattform aufgesetzt haben möchte, definiert. Lässt einmal Ansible drüber laufen, auch für ein Upgrade oder zur Erweiterung von diesem Cluster. Dementsprechend ist da tatsächlich dann Ansible gar nicht so schlecht, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Oder in ganz einfachen Fällen ist das wieder sehr selbsterklärend, aber je nachdem, wie komplex die Anforderung für so eine Container-Plattform ist, wird das dann auch wieder komplizierter. Also das Ansible Inventory für eine von meinen aktuellen Fällen ist die Anforderung, dass das Ganze komplett offline installiert werden soll und eben keine Verbindung nach außen ins Internet hat. Das heißt, ich muss erstmal irgendwo in einer Form alle Container-Images zur Verfügung stellen, am besten über Red Hat Satellite in dem Fall, weil das eben alles Red Hat dort ist, und dann das Ganze eben offline installieren. Und das wird zwar von Red Hat schon unterstützt, aber die Dokumentation ist halt nicht unbedingt passend zur aktuellen Version und lässt halt alle essentiellen Features aus. Das heißt, man muss sich dann tatsächlich durch den Ansible-Installer kämpfen und die entsprechenden Parameter finden und sie dann richtig konfigurieren, bis das Ganze funktioniert, aber dann funktioniert das sehr gut. Als du vorhin für Rancher meintest, Close Better, bin ich ein bisschen aufmerksam geworden. Wie finanziert sich Rancher und wie ist eigentlich eure Verbindung, sprich ATEX, zu den genannten Projekten? Also unsere Verbindung ist erstmal so, wir wollen unabhängig sein, was die Distribution angeht. Das heißt, wir verwenden für unser Ocarino, das ist von der Basis her sehr ähnlich oder eigentlich das gleiche wie Red Hat Satellite. Nur wir haben es erweitert, dass man damit eben auch Ubuntu, Debian, SUSE etc. verwalten kann. Zu der Debian-Integration gibt es übrigens von einem von meinen Kollegen morgen einen Vortrag. Wir sind aber auch offiziell Partner von Red Hat. Zu Rancher haben wir aktuell keine Verbindung. Rancher selber finanziert sich auch tatsächlich dadurch, dass sie Enterprise Support für ihr Produkt
verkaufen. Das ist aber sonst ein Open-Source-Produkt und sie haben eben für die Leute, die Interesse haben, gibt es die aktuellen Tech-Preview-Versionen von Rancher 2.0. Das ist aber sehr einfach reinzukommen. Man schreibt eine E-Mail und sagt, man möchte es ausprobieren und dann kriegt man das. Es kann aber sein, dass die inzwischen auch komplett so öffentlich stehen, dass man da gar nicht mehr die E-Mail-Adresse braucht. Das heißt, die sind sehr fleißig, die Community zu vergrößern und die Community dazu zu bewegen, dass sie das Ganze testen und erweitern. Aktuell gibt es, glaube ich, auch irgendwie ein Projekt von denen, dass, wenn man da zur Weiterentwicklung für Rancher 2.0 beiträgt, kriegt man eine Kuh aus Lego als Dankeschön. Also die ist so, besteht wahrscheinlich aus 5 Teilen oder so, aber es ist trotzdem eine sehr nette Idee. Beantwortet das die Frage oder gibt es noch? Okay. Hallo, danke für den Vortrag. Mich würde mal interessieren, wie lange so eine typische Einführungszeitraum ist, um sowas quasi bis in den Produktivbetrieb zu bringen. Kommt drauf an. Das ist die typische Consulting-Antwort. Das kommt tatsächlich in der Form drauf an, wie weit schon Container-Images vorhanden sind. Wenn diese Container-Images oder die Anwendung, die damit betrieben werden soll, schon bestehen und nicht erst entwickelt werden müssen. So eine Infrastruktur aufzusetzen, dauert jetzt nicht so lange, wenn man die Server hat. Dann sollte man es trotzdem erstmal planen und testen, aber das ist dann immer so eine Frage, wie lange braucht es in dem entsprechenden Unternehmen, dass sie sich einig sind, wie sie eigentlich ihre Plattform konfiguriert haben wollen, wie sie das Ganze organisiert haben wollen und wie viel sie vorher testen wollen, bis sie damit tatsächlich produktiv gehen und wie weit sie im Zweifelsfall ihr Produktivsystem auch als Testumgebung nutzen. Wenn aber die ganzen Services momentan nicht im Container bestehen, ist das eine sehr viel größere Aufgabe und kommt dann stark darauf an, was das für Anwendungen sind und wie lange es braucht, die tatsächlich stabil im Container laufen zu lassen. Und das gibt Riesenprojekte, wo tatsächlich sowas betrieben wird wie BMW und sonst was, die tatsächlich ihre Fahrzeugdaten irgendwann, die immer mehr werden, irgendwie auch über Container sammeln und verteilen wollen. Da weiß ich, dass da bestimmte Projekte über Jahre angelegt sind. Aber wenn es jetzt darum geht, mal schnell, um es auszuprobieren, so eine Testumgebung hochzufahren, dann ist das eine Sache von, wenn der Server vorhanden ist, von einer Stunde oder so. Wenn man da jetzt keine zusätzlichen Anforderungen hat, aber das würde ich auch nicht wieder für einen Produktivbetrieb nehmen. Aber das kann man jetzt nicht sagen, wie lange das im Allgemeinen dauert. Und auf der anderen Seite ist das ja auch eine andere Denkweise, wenn man Container verwendet, als der klassische Serverbetrieb mit virtuellen Maschinen. Das heißt, das ist auch so eine gewisse Umgewöhnungsphase von denjenigen, die es betreiben und benutzen müssen. Ich habe da noch eine ketzerische Frage. Warum überhaupt diese Umstellung auf Cluster und Container, wenn ich doch gleich sagen kann, ich mache Serverless-Mode und benutze sowas wie OpenLambda und dann interessieren mich ja weder die Infrastruktur drunter noch die Server, sondern ich habe einfach Code, den ich irgendwo im Cluster ausführe. Ich habe mich mit Serverless-Infrastruktur tatsächlich bisher zu wenig beschäftigt, um das wirklich beantworten zu können, muss ich sagen. Der Vorteil gegenüber der klassischen Server ist tatsächlich, dass man dieses dynamische, automatische Skalieren mit den selbstregenerativen Sachen, mit wenn ein Container nicht richtig läuft, dann starte ich ihn halt neu mit drin hat. Wie weit das bei den Serverless-Geschichten funktioniert und umgesetzt ist, kann ich so leider nicht sagen. Und noch eine kurze Frage, gibt es denn Dienste, die man vielleicht eher in einer virtuellen Maschine betreiben wollen würde, als in einem Container oder vielleicht sogar welche, die in einem Container gar nicht zu betreiben sind? Mal so häufig 2, 3 nennt, das wäre mal interessant. Also wenn es jetzt tatsächlich irgendwie um die Umstellung geht von bisherigen Applikationen, kann man sie natürlich erstmal alle in Container packen, aber umso komplexer sie sind, umso schwieriger ist es, die erstmal einfach direkt im Container laufen zu lassen. Oder man hat dann tatsächlich nicht mehr diesen Vorteil, weil dieses Container-Image dann so viele Gigabyte groß wird und dann, weil die Anwendung, die drin läuft, eine halbe Stunde braucht zum Starten,
wie auch immer, dann ist das nicht unbedingt geeignet für einen Container. Man kann es schon zwingen. Das andere, was für einen Container mäßig geeignet ist, aber immer das klassische Beispiel ist, wenn man irgendwie so einen Docker-Tutorial macht, sind tatsächlich Datenbanken, so SQL-Datenbanken, weil eine SQL-Datenbank ist was, was man nicht einfach so skalieren kann. Das heißt, da hat man schon mal in der Hinsicht keinen Vorteil. Dann muss man sich bei einer Datenbank sehr gut damit beschäftigen, wo denn die Daten am Ende liegen, damit, wenn da mal was schief geht, die nicht verloren sind. Und dann ist auch wiederum die Frage, was man sich davon verspricht, so eine Datenbank tatsächlich in einen Container zu packen. Auf der anderen Seite gibt es die NoSQL-Datenbanken, wo sich dann die Container, die auf diese Datenbanken schreiben, wieder skalieren lassen. Das heißt, man hat irgendwo eine Netzwerk-Storage, wo viele Container draufschreiben und lesen. Da macht es dann wieder Sinn, die Datenbank im Container zu machen, weil ich das wieder hoch und runter skalieren kann. Also das kommt immer sehr darauf an, was man denn tatsächlich für eine Anwendung hat. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht unbedingt von der Anwendungsseite, sondern mehr so von der Infrastrukturseite. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, wo kann man dich denn heute und morgen noch treffen hier? Also ich bin auf jeden Fall immer wieder an unserem Stand. Das ist der Stand, wo tatsächlich ungefähr das, was bei mir in der zweiten Folie drin war, das da auf der Wand dahinter ist. Die ist, wenn man reinkommt, gleich rechts neben dem Eingang, daneben ist der Merchandise-Stand. Und bei uns gibt es Popcorn. Genau. Also, okay. Wenn Fragen sind, gerne auch nochmal vorbeikommen. Unterhalte mich gerne auch nochmal zu dem Thema oder eben auch zu anderen Themen, die wir abdecken. Jo, vielen Dank.